Könnt ihr mal die Klappe halten? Ach, diese Busfahrt ist so langweilig. Ich hätte nie mitkommen sollen. Wir sind bald in Lupin Town. Habt ihr schon mal etwas über die Werwölfe in Lupin Town gehört? In Lupin Town treiben Werwölfe seit Jahrhunderten ihr Unwesen. Es gibt doch gar keine Werwölfe. Nach Sonnenuntergang läuft oder eher kriecht der Werwolf durch die Wälder und sucht nach kleinen, hilflosen Opfern, um sie zu zerfleischen. Ich muss mal pinkeln. Na, dann geh doch in den Busch. Wir fahren gleich los. Beeil dich. Hey! Stopp, wartet auf mich! Mann, es gibt immer noch keinen Empfang. Jetzt geh doch aus dem Weg, Loser. Ja, geh zur Seite, Manuela. Du stehst eh nur im Weg rum. Ja, das wird aber lustig. Entschuldigung, wo ist denn hier bitte die Toilette? Einfach geradeaus und dann hinter das Gebäude links. Danke. Oh mein Gott, Leute, glaubt ihr, was der alte Mann im Bus gesagt hat? Das ist ja so ein Schwachsinn. Ach Quatsch, das hat er sich zu 100% ausgedacht. Ich glaube daran, was er gesagt hat. Kein Wunder, dass wir nicht mehr befreundet sind. Der will schon mit einer Verrückten wie dir befreundet sein. Ah! Erschreckt mich doch nicht so, Manuela. Entschuldigung, hast du dich gerade eingepinkelt? Sag mal bitte keinem, aber bleib mal kurz hier. Ich hab gerade was gefunden. Hä? Was denn? Was ist los? Komm mal mit, ich zeige es dir. Was ist das? Ist es ein Knochen? Mit Blut? Ja, vielleicht. Ich glaube, das war ein Werwolf. Ja, dies ist nicht das erste Mal, dass sie ihre Beute hierher bringen. Geht mal zurück zu euren Freunden. Ich kümmere mich darum. Misch dich lieber nicht in diese kleine Sache ein. Das sollte lieber unter uns bleiben. Nicht, dass noch Panik ausbricht. Hey, in der Nähe gibt es einen kleinen Campingplatz, circa 300 Meter von hier. Da könnten wir übernachten und dann morgen weiterfahren. Gute Idee. Klingt gut. Hey, wartet auf mich! Aphrodite, jetzt sei leise. Wir wollen doch nicht alle aufwecken. Wohin geht ihr? Es geht euch gar nichts an. Wir gehen zur Tankstelle. Ey, Poseidon, warum sagst du ihr das denn bitte? Du traust dich doch eh nicht, Manuela. Deswegen haben wir dich gar nicht erst gefragt. Bitte, Manuela, komm mit uns mit. Ich hab voll Angst. Poseidon. Warum gehst du in York mit? Glaubst du denn gar nicht mehr an die Werwölfe? Doch, deswegen habe ich ja so Angst. Aber ich gehe mit, weil die sonst denken, ich wäre ein Angsthase. Bitte, Manuela, bitte. Ja, okay. Wenn wir draufgehen, ist es deine Schuld. Was macht ihr denn da? Was ist, wenn hier Arme lang sind? Du hast dich auch wirklich gar nicht verändert. Bist immer noch eine Spielverderberin, Manuela.
siehst du keine Alarmanlage. Guck mal, Gratisgetränke. Habt ihr das gehört? War bestimmt der Werwolf. Ach Quatsch. Nein, das war bestimmt nur ein Hund. Soll ich mal nachgucken? Nein, mach das nicht. Das ist doch gefährlich. Ach was, du hast doch Fiona gehört. Das ist bestimmt nur ein Hund. Der kommt nicht mehr wieder. Der wird jetzt bestimmt von Werwolf gefressen. Das ist voll geschmackslos. Ja, genauso wie dein Style. Wo bleibt er denn? Sollen wir mal schauen gehen? Habt ihr das gerade gehört? Wir könnten aufteilen und suchen gehen. Ich gehe hier entlang und ihr anderen, ihr teilt euch auch auf. Okay, okay. Ich gehe mal hinten schauen. Warte, ich komme mit. Manuela? Ja? Wo denkst du, ist Herkules? Warte kurz, Poseidon. Was ist das? Sind das Kratzspuren? Könnte sein. Denkst du, Herkules ist tot? Weiß ich nicht. Aber was ich weiß, ist, dass wir uns hier verstecken sollten. Und warten sollten, bis Hilfe kommt. Schau mal, hier sind Taschenlampen. Nimm du eine und ich nehme auch eine. Aber wie soll denn Hilfe kommen, Manuela? Wir sind mitten im Nirgendwo. Keiner weiß, dass wir hier sind. Oh mein Gott, ich hab's. Wie? Was? Was hast du? Ich habe ein Telefon gesehen. An der Theke. Aber hier ist doch gar kein Internet. Aber ein Versuch ist es wert, um Hilfe zu bekommen. Hör mir zu. Ich versuche dahin zu kommen und du bleibst hier und wartest auf mich. Nein, auf gar keinen Fall. Wir sollten uns nicht noch weiter aufteilen. Dann komm halt mit. Oh nein! Da bleibe ich lieber hier sitzen. Da siehst du, warte 2 Minuten und ich bin wieder da. Beeil dich und pass auf. Hallo und herzlich willkommen bei der Mailbox der Polizeistation. Wir hoffen, es geht Ihnen gut. Drücken Sie die 1, um mit einem Polizeikommissar zu sprechen und drücken Sie die Piep. Sie werden in Kürze weitergeleitet. Hallo, hier ist Jeff von der Polizeistation. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Hilfe, wir sind an einer Tankstelle in Lupentown. Leute verschwinden. Mit Werwölfe, bitte, wir brauchen Hilfe. Scheiße, die Leitung ist abgebrochen. Poseidon, die Leitung ist abgebrochen. Ich konnte nur kurz mit der Polizei. Poseidon! Buh! Na, sieh mal einer an. Da sind's nur noch wir beide. Fiona, hol Hilfe! Fiona, hol Hilfe! Mann, Fiona, was ist denn das los mit dir? Poseidon stirbt gerade und du kommst sie von einem hohen Ross runter. Fiona, wo ist Aphrodite? Sie hat das gleiche Schicksal erlitten, was auch mit Poseidon erlitten hat. Was? Fiona, was sagst du da? Woher soll ich denn wissen, dass die beiden keine Werwölfe sind? Fiona, du hast nie an Werwölfe geglaubt. Ja, hab ich nicht, bis ich ihn mit meinen eigenen Augen gesehen habe. Wie meinst du das? Als sie uns aufgeteilt haben, als wir die Taschenlampen gesucht haben, habe ich ihn gesehen und Aphrodite ist aus der gleichen Richtung gekommen, in die der Werwolf verschwunden ist. Fiona, was versuchst du mir zu sagen? Ich musste es tun. Was musstest du tun? Ich musste sie umbringen. Du hast Aphrodite umgebracht?
Ich dachte, sie wäre der Werwolf. Du dachtest? Sie war es nicht und Poseidon war es auch nicht. Das heißt, dass du es bist. Du bist der Werwolf, Manuela. Jonah, nein, ich bin es nicht. Bist du komplett durchgedreht? Lüg nicht. Du musst es sein. Alle anderen sind tot. Und der Werwolf lebt noch. Das heißt, dass du es bist. Wie willst du denn wissen, dass es die anderen nicht waren? Hä? Immer wenn ein Werwolf stirbt, verwandelt er sich in seine eigentliche Gestalt zurück. Und bei keinem meiner Opfer war es bisher so. Woher weißt du das? Weißt du noch, als wir 7 Jahre alt waren und dein Vater uns immer Werwolf-Geschichten vorgelesen hat? Daher weiß ich jetzt so viel über Werwölfe. Und es gibt sie schließlich. Also sollten die anderen Geschichten wohl auch wahr sein. She comes with thunder and lightning. Where lies the fox in the grass somewhere hiding? No, she's in your eyes. You held her in your eyes. Where lies the serpent, her movements so stealth-like? Fangs in your ankles, and it's not the first bite. She's in your eyes. You held her in your eyes. And as the poison casts its spell on you, the sleep that comes, comes on you like a dare. As the illusion grabs a hold of you, the hand that holds you down's become your friend. Comes your friend. Some places offer comfort, the question and the answer hand in hand. Some feelings best kept quiet, the struggle will be silenced in the end. But as the angles are examined. Wo haben Sie sich in der Nacht befunden, Herkules? Also, nachdem ich nachschauen war, habe ich mich verlaufen und habe die Tankstelle nicht wiedergefunden. Kurz darauf bin ich dann zum Camp zurückgekehrt und habe mich schlafen gelegt. Immer diese Vorurteile. Ich bin zwar Werwolf, aber ich habe nie einer Menschenseele etwas zuleide getan.